Hallöchen, ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge Sons of the Forest. Ich habe hier in der letzten Folge gespeichert. Ich habe diese Höhle entdeckt. Die war wieder auf dem Handy gekennzeichnet mit einem Fragezeichen. Er hat sich im Gesicht sauber gemacht. Wann ist denn der sauber geworden? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall möchte ich da jetzt mal reingehen. Wahrscheinlich ist das wieder keine Höhle, wo Mutanten drin sind, sondern einfach so eine Loothöhle. Vielleicht mit Solarfight oder einen Blueprint, wie auch immer. Da gucken wir gleich mal. Oder ich werde eines Besseren belehrt. Aber ich finde es ja cool, dass wir so viele Blueprints finden. Wieso sind die Höhlen eigentlich alle so niedrig? Hallo? Vor allem halt hier halt auch alles. Also Seile findest du wirklich genug. Und trotzdem touche ich die immer wieder mit an. Auch wenn ich weiß, Bianca, kannst keine Seile mehr mitnehmen. Ich habe mich leider diesmal nicht so erschrocken, weil ich einfach schon zu weit gelaufen bin. Aber hey. Oh mein Gott, der ist in der Mitte. Oh mein Gott. Nee, tut mir leid. Hat nicht funktioniert. Vielleicht ein andermal. Oh mein Gott, hängen hier viele. Wie viele waren denn das von denen? Alter. Oh, hier geht's hoch? Habe ich schon was verpasst? So geht's hier wieder hoch? Ja, war das nur eine Loot-Höhle ohne Blueprint wahrscheinlich? Ja, hier geht's wieder raus. Wo bin ich denn jetzt? Also so... So groß war die ja nicht. Ah, einfach nur so ein bisschen... Okay, Calvin ist auch schon da. Sehr gut. So, was ich jetzt gerne machen möchte... Ich möchte mich jetzt mal auf den langen Heimweg begeben. Aber, also hier seht ihr, das ist dieser Wohnbunker und das ist diese Riesenhöhle, also einer der vielen Eingänge. Machen wir noch nicht. Wir gehen jetzt halt erstmal, also wie ihr seht, hier in diesem Schneegebiet haben wir jetzt halt 4 Höhlen. Wobei diese Höhle ganz, ganz hier oben, ich sag mal so im Norden jetzt halt von meinem Handy. Und die machen wir nicht, weil das ist auch die Höhle, die hier mit zusammenhängt. Also diese anderen 3. Und das sind meines Wissens nach Loot-Höhlen mit Blueprints. Oder nur mit Loot, glaube ich. Frage ist, in welcher Reihenfolge machen wir die jetzt? Und die größere Frage ist erstmal, wie komme ich ins Schneegebiet? Ich könnte zuerst hier hingehen. Ich würde sagen, wir gehen mal zuerst in diese Höhle. Und zwar laufe ich jetzt mal hier durch den Fluss. Schneegebiet war für mich immer grausig, da hochzukommen. Weil ich habe da nie einen gescheiten Weg gefunden, selbst wenn ich nach Map gelaufen bin. Wenn, dann findest du von der anderen Seite eher die... Wege. Aber von dieser Seite ist es wirklich schwierig. Warte mal, lass mich kurz mal gucken. Wir müssen da vorne rein. Das wäre eigentlich am sinnvollsten, wenn du diesen Weg hier nimmst. Wenn du einfach in diesem Weg hier folgst. Das wäre am leichtesten. Wenn ich jetzt halt irgendwo so ein Night V hätte, das wäre natürlich cool. Oh, guck mal, hier geht's hoch. Das finde ich mal nice. Ja, natürlich kann ich das nicht mitnehmen. Hier sind Gräber. Ach komm, die können wir, ja.
Ja, es sind halt immer nur so Kleinigkeiten, ne? Was man da drin findet. Finde ich aber cool, dass hier ein Seil dran ist. Dann gehen wir doch da mal hoch, weil das ist nämlich da, wo wir hin müssen, glaube ich. Kann jetzt ein bisschen dauern. Ey, wenn du hier runterfällst. Sehe ich meinen Schatten? Ja, ich sehe meinen Schatten. Wie cool das aussieht. Vor allem zieht er sich nur halt mit den beiden Beinen, ja, aber nur mit einer Hand. Krass. Ich bin ganz schön stark. Kann mich mal weiter nicht umgucken, leider. Ja. War der oben oder unten? Dann sind wir wenigstens schon ein klein bisschen weiter oben. Ja, nun. Ist halt nun mal eine Insel, die in der Mitte höher ist. Weh, du fällst jetzt hier runter. Wah. Oh mein Gott. Hier raucht es überall. So. Nach der Map haben wir gesagt, ne? Hallo. So, hier. Es wäre jetzt echt cool, wenn hier irgendwo Night V wäre. Golfkart ist nicht so meins, aber Night V wäre cool. Kelvin, ich weiß nicht, ob der sich irgendwann teleportiert oder ob er einen anderen Weg findet. Aber er kann ja leider nicht die Schnur hoch, also in das Seil. Einfach mal beim Vorbeigehen. Snackt. Da war wieder einer. Ja, das hat mich aber jetzt ja nicht bekommen. Oh, guck mal. Virginia ist hinter mir. Sind wirklich links und rechts entweder hier Felsen, Klippen. Schafgarbe. Die weißen Bärchen. Da kommt ein Gleiter, aber ein Gleiter habe ich ja. Der nützt mir aber nichts, wenn ich so weit unten bin und wenn ich höher muss. Was habt ihr hier gemacht? Wieso ist die Schildkröte eingezogen? Runtergefallen ist er mit Sicherheit nicht, weil dann würde er nicht mehr so da hocken, wie er da hockt. Und würde er liegen. Ja, der Gleiter ist oben. Ja, von da oben kannst du schon okay fliegen. Mein Gott. Nee, lauf einfach mal, versuch einfach mal hier durchzulaufen. Ignorier die einfach mal. Oh mein Gott, jetzt hat es gerade geruckelt. Da ist Frank dabei. Ich habe es gehört. Frank ist dabei. Frank ist der, der sich mit Molotows anzündet. Ja. Der stirbt dann selbst irgendwann, aber hey, der bringt alles zum Brennen. Nö, ich laufe einfach weiter. Tschüss.
Ich habe eine Mission. Ihr haltet mich immer auf von meiner. Ihr guckt und das ist Frank. Fall gleich irgendwo runter, wenn ich noch. Ich glaube, ich muss hier hoch, oder? Ja, ich muss hier hoch. Entschuldigung, ich muss abbiegen. Über jemanden hinter mir, oder? So, und ab jetzt wird es ein bisschen sehr interessant. Wahrscheinlich gibt es total den easy Weg. So, jetzt muss ich kurz mal meine. Muss mal kurz was trinken und was essen. Aber wir essen zuerst und trinken dann. Aber halt nichts mehr zum Trinken. Wir müssen echt nach Hause. Außer ich könnte auch diese Teile hier natürlich öffnen. Ich weiß halt aber nur nicht, ob da vielleicht Sachen drin sind, die ich dann nicht mehr mitnehmen könnte. Das wäre schade. Aber da können auch mal ab und an solche Dosen drin sein. Egal wie rum. Ist es da, wo da oben so ein Camp ist, wo wir mal einen Gleiter gefunden haben? Und jetzt wird es auch kühl. Aber hier oben sind, glaube ich, nicht so viele, oder? Ich mache mal hier Feuer an. Feuer an. Meine Fackel. Wir müssen jetzt irgendwie hier weiter hoch erstmal. Mein Gott, ist das hell. Ich guck mal lieber ein bisschen runter. Das ist echt super hell. Holy moly. Ja, hier ist ein Gleiter auf jeden Fall bei der Höhle. Und dann, wenn ich hier drüber bin, rechts. Lass mich kurz mal hier gucken. Ja, hier drüben war ja diese andere Höhle. Wir müssen jetzt halt hier zu der Höhle, da oben und da. Ja. Ja, doch, das war das. Ich glaube, hier irgendwo bin ich auch zum ersten Mal Gleiter geflogen. Könnte aber auch sein, dass. Oh mein Gott. Könnte auch sein, dass es noch. Ach nee, hier ist es. Aber damals stand der Gleiter da vorne noch irgendwo. Jetzt haben sie naja hier runtergestellt gehabt. Ich habe meinen noch dabei, ne? Den hatte ich nicht verloren. Hab ich noch dabei. Noch irgendwas, was ich. Ne. Nee, nee. Boah, die sind hier. Ich hab die hier begraben. Hier geht's sogar. Hier haben sie Dinger hingemacht. Hier geht's Stufen runter. Hier ist auch ein Grab. Solche Höhlen mag ich, wo keine Gegner drin sind. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Diese Geräusche. Ist es dieser Speerwerfer?
Da lohnt es sich ja, dass wir immer diese ganzen Speere von den Leuten sammeln. Hier sind nämlich auch voll viele Speere. Es könnte sich wirklich lohnen, dass wir die immer von den Leuten sammeln. Okay, also wieder ein Blueprint. Sehr gut. Dann haben wir die Höhle auch abgehakt. Hier war ja nichts mehr, ne? Nö. Ich denk mal, wenn wir einen Blueprint gefunden haben, dann wird das alles gewesen sein in der Höhle. Oh, es ist hell. So. Haben wir das. Jetzt müssten wir eigentlich... Oh Gott, ich... doch alles. Furchtbar. Hier gehen wir nicht hin. Wir gehen hier hin. Wir gehen... Ja. Wir laufen einfach mal hier rum und gucken mal, ob wir hier irgendwo hochkommen. Wenn nicht, müssen wir entweder ganz runter und da dann versuchen hochzukommen. Ich nehme aber kurz das da in die Hand. Ich meine, hier ist... Du kommst manchmal, wo so Furchen sind, hoch. Aber... Ich weiß nicht, was das Weiße da oben ist. Sind es dann Massotäler? Also das sieht wirklich aus wie so ein massiver Berg. Wir könnten auch mal kurz hier rumlaufen und gucken, ob wir da vorne hochkommen. Also du kannst ja ein... Oh mein Gott, die sind ja noch mehr. Oh Gott, die haben hier... Guck mal. Eine ganze Straße. Holy moly. Das ist krass. Konnte ich gerade nicht weiterlaufen. Ja, hier geht es ja einfach nur wieder runter, ne? Aber hier kommen wir. Wir würden vielleicht hier hochkommen. Warte mal. Ne, hier geht's. Hier geht's einfach nur wieder runter. Wir könnten eventuell versuchen, ob wir uns hier hochschlängeln können. Da bin ich mir aber nicht sicher. In Real Life würde ich mich jetzt halt von Baum zu Baum hier so hochhangeln und dann, oh, hinterm Baum stehen. Und dann hier hochhangeln und da hinterm Baum stehen. Dann hier hochhangeln, hinterm Baum stehen. Das wäre ein cooles Adventure. Oh, das könnte sogar bis zu einem gewissen Punkt klappen. Aber jetzt kommt wieder Berg. Nein! Das hier? Nein, ich rutsche. Wo ist mein Baum? Ich brauche einen Baum. Ich weiß nicht, ob ich hier hochkomme. Es sieht sehr steil aus. Es sieht nicht gut aus. Oder doch? Also ich bin zumindest hier. Aber das ist nicht da, wo ich hin wollte, weil wir müssen immer noch hier rüber. Hier sind überall Hügel. Also wenn, dann können wir auch erstmal zu dem anderen gehen. Und dann versuchen, ob wir irgendwie... Ja, hier sind überall Felsen. Ich gehe mal davon aus, wir müssten von der anderen Seite. Ich laufe mal fix den Weg nochmal bis zu der Höhle zurück. So, ich bin jetzt wieder hier bei der Höhle. Ich zünde jetzt auch gleich nochmal meine Fackel an. Die habe ich gerade mal weggesteckt. Und dann würde ich einfach mal versuchen. Überlege ich gerade. Wir müssten. Ich weiß nicht, ob ich hier hochkomme. Wir werden wahrscheinlich diese Folge nichts mehr anderes machen, als versuchen, hier hochzukommen. Aber hey, wir haben wenigstens einen weiteren Bauplan gefunden.
Das ist ja auch schon mal was. Oha. Ah, ich kann mich erinnern. Da unten ist auch so ein Ding. So, wir waren hier. Ich muss eigentlich hier runter. Dann komme ich zwar nicht mehr zu dem anderen Ding, glaube ich, aber ich gehe jetzt erstmal lieber zu dem hier, was hier mittendrin ist. Ist das ein Gewitter oder was passiert hier? Der schlägt immer auf dem gleichen Ding ein. Ich guck gerade mal hier ein bisschen rum. Kann ich Ihnen noch helfen? Nee. Oh. Oh, da sieht auch nicht so gut aus. Nee, das wollte ich nicht. Schade, ich dachte, ich könnte vielleicht hier drauf stehen. Was ist hier passiert? Geh mal bitte aus. Hier ist doch was, oder? Wenn das dauernd einschlägt. Ist es das, was hier gekennzeichnet ist auf der Map? Es schlägt nur da ein, oder? Nee, jetzt ist er eingeschlagen. Ein Häschen. Also hier ist auf jeden Fall das ein Ding da oben. Die Frage ist jetzt nur. Gehe ich zuerst zu dem Teil hier? Wo hat es jemand eingeschlagen? Da unten? Hier drüben. Schlägt es immer an der gleichen Stelle ein? Da ist der Gleiter. Ich muss da jetzt hingucken. Es tut mir leid. Ich muss da jetzt. Könnte ja sein, dass da was ist. Es ist zwar nicht immer die gleiche Stelle, glaube ich, aber hey. Oh, hier ist viel Solarfall. Oh mein Gott. Oh. Es ist doch die Stelle. Alter Schwede, habe ich mich erschrocken. Hier ist ein Dingsbums. Alter. Erschreck mich nicht so. Ist wirklich hier. Bekomme ich einen Screenshot, wenn der Blitz. Wenn der Blitz genau da einschlägt? Ich muss einfach ein paar Mal hintereinander einen Screenshot machen. Vielleicht war er dabei, weiß ich nicht. Das ist ja genial.
Dankeschön. Kann der mich töten? Also hier kann man auf jeden Fall ein Solarfight abbauen. Das sollte ich mir markieren. Fällt mir gerade so ein. Mit was markieren wir uns das denn? Ist jetzt seit Abend, Nacht. Mir ist kalt. Oh, ich mag nicht. Du, Virginia? Oh Gott, ich hätte hier auch schlafen können, sehe ich gerade. Du? Guck mal. Wow, danke schön. Oh Gott, ich kann jetzt nicht schießen, weil sonst treffe ich sie vielleicht. Der schießt ja echt voll leise. Erst eine große Gosche haben und dann weinen, wenn man am Boden liegt. Hab ich gerne. Ach, danke schön. Oh Gott, Kelvin liegt auch hier im Schnee. Was? Du hast jetzt halt nicht ernsthaft. Nein, bitte sag, du hast es nicht getan. Okay, nee, hat sie nicht. Nein. Sie hat's. Ach nee, sie frisst nur, okay. Ich dachte, sie hat schon wieder einen Hasen oder so, weil die bringt ja manchmal. Es geht sogar am Tag auch. Die bringt ja manchmal auch tote Tiere oder so. Aber dann kann ich gleich speichern hier drüben und vielleicht noch ein schönes Foto machen. Sie ist mein Schatten, das ist super gut. Ich wollte eigentlich ein schönes Foto machen. Aber ich speichere hier einfach mal und dann lade ich den nochmal. Ein Foto machen. Warte mal, lass mich kurz mal gucken. Wir haben ja dieses Jackett. Das Jackett ist auch nicht wirklich wärmer. Da ist der Tuxedo sogar ein bisschen wärmer als das andere. Nee, es passt schon so. Ich mache einfach dann. Ich speichere mal kurz. So. Auf jeden Fall ist das jetzt hier. Haben die das weggemacht? Nee, hier ist es. Markiert. Und dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge. Versuchen wir zumindest. Es ist halt noch so früh. Wir gehen erstmal hier zu dem Ding dann, glaube ich, hin.
Ich laufe da, glaube ich, jetzt schon mal hoch oder versuche hochzulaufen und hole euch dann da wieder mit dazu, wenn die Sonne vielleicht auch ein bisschen weg ist. Wir laufen gerade gegen die Sonne, das ist nicht gut. Da hat irgendjemand eine Flash gezündet. Eieiei. Da oben ist ein Golfkart, natürlich, weil ich in dem hoppligen Ding mit dem Golfkart fahre. Okay, hier haben wir wahrscheinlich wieder so ein Camp oder irgendwas, wenn ich Chien Yu höre. Ich weiß nur nicht, ob ich weiter unten, wahrscheinlich weiter unten. Ich stelle mich jetzt mal hier hin, damit ich die Folge beenden kann. Dann gucken wir morgen zu diesem Teil da unten hin, was da ist. Und dann möchte ich ganz gerne zu der Höhle, die hier oben an diesem kleinen See ist, wo ein Fluss rausläuft. Und wenn wir heimgehen, eventuell, wenn ich es schaffe, noch zu dieser Höhle da oben. Da waren wir doch nicht und dann sind wir daheim. Also ich denke mal, wir kommen in der nächsten Folge zu Hause an. Dann haben wir einen langen Rundgang gemacht diesmal. War aber sehr cool. Wir haben sehr viel gefunden, sehr viel gesehen. Und dann können wir wieder ein bisschen zu Hause weiterarbeiten. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr möchtet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut und bis dann. Tschüss.